Die monokristallinen Module erreichen eine Effizienz von bis zu 22%, die polykristallinen Module nur bis zu 20%. Das klingt wenig, ist aber auf Dauer gesehen relativ viel. Moin und herzlich willkommen zurück bei Voltus. Ich bin Sebastian, ihr kennt mich noch und heute habe ich Verstärkung mitgebracht, denn heute habe ich Raphael dabei. Das ist unser frisch gebackener Elektrotechnikermeister und der ist außerdem Spezi, was Solarmodule angeht, beziehungsweise Photovoltaikinstallationen, sodass ich meine ganzen Fragen, die ich habe, weil ich mich da nicht so gut auskenne, heute ihm stellen kann und ihr könnt dabei sein und hoffentlich mit mir lernen. Mir geht es heute hauptsächlich darum, woran ich eigentlich ein gutes PV-Modul erkenne und dafür haben wir dann auch ein Modul von Trina Solar mitgebracht, an dem wir das Ganze entsprechend einmal so ein bisschen durchgehen können. Was sind die Qualitätskriterien, worauf muss ich achten, etc. Moin Raphael! Moin. Was kannst du mir denn über PV erzählen? Was ist das Gute daran? Was das Gute daran ist, das ist eine super Technologie, weil du kannst damit Strom sparen, du kannst damit der Umwelt was Gutes tun, du kannst damit Geld sparen und bist einfach unabhängiger vom Netz und kannst sogar, wenn du Glück hast, komplett autark werden und bei Stromausfall sicher sein und ein Backup haben im Prinzip für alle deine Geräte. Und das finde ich ziemlich cool, deswegen bin ich hier und will euch ein bisschen was erzählen darüber. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, das klingt auch sehr zukunftssicher, sollte man sich vielleicht mal ansehen. Wenn ich mir jetzt Module kaufen will, damit ich mein Dach damit vollkleister, welche soll ich dann nehmen? Warum soll ich zum Beispiel ein Trina-Modul kaufen statt einen anderen? Es kommt immer so ein bisschen darauf an, was du erreichen möchtest. Es geht vielen um die Effizienz der Module, weil sie damit eben möglichst schnell ihr ausgegebenes Geld wieder drin haben. Mhm. Das heißt also, es rentiert sich sehr schnell und du kannst aber auch einfach... wenn du möchtest, dein Dach komplett vollpflastern und möglichst viel Leistung darauf bringen, dann gibst du relativ viel Geld aus, kannst aber auch viel Leistung davon nutzen und dementsprechend hängt es davon ab, was du erreichen möchtest. Okay. Schlau ist es, ein möglichst effizientes Modul zu nehmen und ein bisschen aufs Preis-Leistungs-Verhältnis zu achten, weil du damit ziemlich schnell deine Investitionen wieder drin hast und ja, das ist eben relativ wichtig. Da geht es auch um andere Faktoren. Aber das ist das in erster Linie. Also du sagst, es ist immer eine Gratwanderung, wie schnell kann ich amortisieren und billig ist nicht unbedingt immer die beste Wahl. Wenn ich für ein bisschen mehr Geld Effizienz kriege, dann amortisiere ich genauso schnell oder schneller? Richtig. Okay, das heißt also dann, ich gucke quasi drauf, wie viel Watt-Peak kann das Modul leisten? Kannst du ein bisschen erklären, was überhaupt Watt-Peak bedeutet? Watt-Peak ist im Prinzip die maximale Leistung, die das Modul erreichen kann, also die das Modul ausgeben kann unter optimalen Bedingungen. Das heißt also optimale Sonneneinstrahlung, optimale Temperatur, die Modulfläche ist in einem optimalen Zustand. Das wirst du in der Realität niemals erreichen, ist aber ein wichtiger Wert, um eine Anlage auslegen zu können. Das heißt, du musst ja wissen, was kann das Modul? Um später zu wissen, wie schnell ist meine Amortisierung, was für einen Wechselrichter brauche ich, was für andere Komponenten benötige ich. Mhm. Und dafür brauchst du diese Angabe. Worauf soll ich jetzt achten, wenn ich das für mein Eigenheim kaufen will? Also warum ist Trina da zum Beispiel besser als andere Hersteller? Trina ist tatsächlich ein hochqualitativer Hersteller, weil Trina einen Qualitätsmanagementprozess hat während der Produktion. Also die überwachen im Prinzip ihre gesamte Herstellung. Das heißt also, da geht ziemlich wenig schief und die Qualität ist sehr hoch. Also ist Trina sehr langlebig und das sorgt eben auch für deutlich mehr Effizienz. Weil du musst natürlich darauf achten, dass du möglichst wenig Ausfall hast, dass du einfach kein Geld damit verlierst, wenn deine Anlage ausfällt. Und das passiert eben, wenn Module qualitativ minderwertig sind. Und dann ist es eben auch noch die Frage, was möchtest du eigentlich auf dem Dach haben? Möchtest du ein schönes Design haben oder ist es dir egal und du sparst lieber Kosten? Wie groß ist deine Dachfläche und so weiter. Da musst du ein bisschen drauf achten. Trina. Das ist so ein bisschen wie bei diesen Akkus in E-Autos wahrscheinlich, dass wenn ein, zwei Zellen da kaputt gehen langsam, dass dann der ganze Akku stark verliert, denke ich mal. Das ist bei PV-Modulen wahrscheinlich ähnlich, ne? Dass wenn ein Stückchen eines Moduls kaputt geht oder weniger effizient wird, dann die Gesamteffizienz sinkt. Ne? Das ist richtig, ja. Teilweise kannst du das Modul sogar komplett vergessen. Also wenn ich jetzt meine Anlage konzipiere und ich will wissen, wie viel ich da aufs Dach haben muss, dann muss ich ja erstmal irgendwie berechnen, wie viele Module ich brauche. Du hast jetzt ja gesagt, was Watt-Peak und Kilowatt-Peak quasi heißt. Wenn ich es richtig verstehe, ist Peak quasi das, was theoretisch maximal möglich ist. Aber das ist ja im reellen Betrieb eigentlich nicht der Fall. Das passiert ja selten. Trotzdem muss ich irgendwie darauf achten. Und dann gibt es auch noch Spannung. Die Module haben ja verschiedene Spannungen.
Kannst du mir irgendwie erklären, wie sich das generell aufteilt oder wie ich generell drüber denken muss? Wie viele Module brauche ich? Welche Spannung müssen die Module haben, etc.? Ja, also du baust ja im Prinzip immer Stränge auf. Das heißt, also wenn du jetzt einen Wechselrichter anschaust, der hat meistens mehrere Eingänge. In der Regel für Einfamilienhäuser sind es Wechselrichter mit zwei Eingängen. Man nennt die auch die MPP-Tracker. Da geht es eben darum, dass du zwei Stränge aufbaust für diesen Wechselrichter und pro Strang hängst du viele verschiedene oder mehrere Module aneinander. Okay. Und je mehr Module du in diesen Strang hängst, desto mehr Spannung hat dieser Strang. Und deswegen musst du darauf achten, was kann der Wechselrichter und wie groß wird die Gesamtspannung meines Stranges. Das heißt also, die maximale Anzahl der Module in einem Strang ist limitiert. Okay. Nicht zuletzt auch aufgrund der Auswahl des Wechselrichters. Das heißt, wenn ich einen größeren oder stärkeren Wechselrichter kaufe, dann kann der auch mehr Module pro Strang? Nicht unbedingt. Also in der Regel können die Wechselrichter maximal 20 bis, glaube ich, 23 Module, je nach Hersteller, pro Strang. Das heißt also, du kannst, dann musst du eben schauen, wenn du mehr Leistung aufs Dach kriegen willst oder kannst, dass du einen Wechselrichter mit mehr MPP-Trackern nimmst. Okay, aber für ein Familienhaus sind das ja, sagen wir mal, ausreichend Module. Das wird ja vermutlich keiner ein Familienhaus mit 40 Modulen auf dem Dach haben, oder? Genau, in der Regel. Normale Kundin braucht es nicht. In der Regel hast du um die 15 bis 20 Module auf einem Einfamilienhaus und da lässt sich das super mit zwei Strängen machen und die kriegst du auch einwandfrei auf die Wechselrichter. Das ist doch gut zu hören. Die Trina Solarmodule, was machen die jetzt so viel besser als andere Module, beziehungsweise welches Modul wähle ich davon jetzt überhaupt aus? Also die haben jetzt ja ein paar verschiedene Varianten sozusagen, die sind auch in verschiedenen Leistungen sozusagen angegeben. Wie wähle ich das aus? Grundsätzlich gibt es immer zwei Hauptgruppen von Modulen. Es gibt mehr, aber die relevanten Gruppen von Modulen sind eigentlich die monokristallinen und die polykristallinen Module. Wobei die monokristallinen Module ein wenig effizienter sind als die polykristallinen. Wir hatten vorhin über die Amortisierungszeit gesprochen. Ich versuche natürlich, das möglichst effizienteste Modul zu bekommen, was ich für mein Geld kriegen kann. Und dementsprechend würde ich eigentlich immer auf die monokristallinen gehen. Da hat Trina die Vertex S-Serie, welche wir hier sehen. Die sind sehr effizient. Die monokristallinen Module erreichen eine Effizienz von bis zu 22%, die polykristallinen Module nur bis zu 20%. Das klingt wenig, ist aber auf Dauer gesehen relativ viel, weil du damit eben deutlich mehr Strom erzeugen kannst. Genau, die Vertex S-Serie von Trina ist ein monokristallines Modul, du siehst es hier, mit 21,5% Wirkungsgrad, was sehr, sehr gut ist und dementsprechend würde ich es immer empfehlen, weil du da sehr viel rauskriegst aus dem Modul. Du hast da jetzt, ich sag mal, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Bilderrahmen, das sieht verhältnismäßig schick aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass andere Module nicht so einen schmalen, nicht so einen schicken, schwarzen Gun-Metal-Rahmen haben. Ist das tatsächlich so? Genau, das ist ein Full-Black-Modul. Das ist wirklich darauf ausgelegt, dass es schön aussieht. Okay. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Du musst halt wissen, möchtest du schön haben oder möchtest du wenig ausgeben. Das ist natürlich Design und kostet dann ein bisschen mehr Geld, ist aber auch relativ effizient. Okay, und das hat so sehr viele, ich sag mal, silberne schimmernde Fäden da drin. Ist das normal oder ist das jetzt irgendwas Spezielles, was Trina da jetzt macht? Das ist jetzt eine Besonderheit von Trina. Das ist die sogenannte Multibusbar-Technologie. Die sorgt eben dafür, dass die Zellen sehr fein gegliedert sind und deswegen sind die weniger anfällig gegen Überlastung und widrige Wetterverhältnisse. Das heißt aber auch, dass wenn, sag mal, da ein Blatt drauf fällt oder ein Vogel da drauf macht, dann fällt sozusagen nur ein kleinerer Teil in der Effizienz und das Modul, das kann immer noch mehr Resteffizienz liefern? Ganz genau so ist es. Okay, das klingt schon mal vielversprechend. Wie groß sollte ich meine Anlage machen? Wovon hängt ab, wie viele Module ich brauche? Wie kann ich das berechnen? Berechnen kannst du das mit Auslegungstools. Da gibt es ganz viele verschiedene von verschiedenen Herstellern. Das kann man auch gerne der Fachkraft überlassen, um das möglichst genau hinzukriegen. Das hängt aber davon ab, wie groß ist dein Stromverbrauch, wie groß ist dein Bedarf, wie viel Dachfläche hast du zur Verfügung. Und dann kommt es da auch noch darauf an, wenn es mit der Dachfläche knapp wird,
die zu maximieren, also die möglichst gut auszunutzen. Das heißt also, du schaust dann nochmal auf die Auswahl des Moduls. Das heißt, ein großes Modul bringt dir nicht unbedingt viel, wenn du in Summe weniger aufs Dach bekommst davon. Das heißt also, wenn du ein kleineres Modul auswählst und davon mehr aufs Dach bekommst, kann es sich unter Umständen mehr lohnen. Also es ist sehr abhängig von den Umgebungsbedingungen, von deinen Wünschen und von deinem Jahresverbrauch an Strom, von deinem Bedarf. Da spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Also ich habe jetzt immer angenommen, dass Module so eine Standardgröße haben. Das ist tatsächlich nicht der Fall? Das ist nicht der Fall. Es gibt verschiedene Hersteller, ganz viele verschiedene Hersteller. Es gibt dementsprechend auch ganz viele verschiedene Modulgrößen. Es gibt so ein paar Standardgrößen, aber da gibt es eben auch Abweichungen von und dementsprechend kann man das nicht pauschalisieren. Okay. Diese Module, die haben jetzt ja ganz viele, ich sag mal, silberne Leiter da drauf. Hängt das irgendwie damit zusammen, dass Trina-Module besonders effizient sind? Ja, genau. Das sind die Busbars. Diese Busbars sind im Prinzip die Straßen für den Strom, kann man sagen. Die führen den Strom im Prinzip auf die Autobahnen. Das sind diese größeren Felder, die du da drin siehst, und die transportieren das Ganze dann zu den Kabelanschlüssen, die hinter den Modulen sind, um den Strom dann einzuspeisen. Okay, das heißt, wer quasi das Ganze gut gelötet und gut bestückt kriegt und alles sehr eng miteinander verbindet und so weiter, der hat dann quasi einen Vorteil in Effizienz. Das ist das, woran die Hersteller auch permanent forschen. Die wollen natürlich die Module bzw. die Zellen so klein und kompakt wie möglich gestalten, denn je mehr Zellen du auf eine kleine Fläche bekommst, desto effizienter ist das Modul und desto mehr bekommst du am Ende dabei raus. Okay. Gut. Woran hängt jetzt, wie schnell ich amortisieren kann, beziehungsweise wie sollte ich meine Anlage auslegen und worauf sollte ich achten, wenn ich das durchrechne? Du solltest natürlich darauf achten, wie viel Strom benötigst du. Du kannst ungefähr ein Drittel des erzeugten oder der erzeugten Leistung pro Jahr, sage ich mal, selber nutzen, wenn du keinen Batteriespeicher hast. Den Rest speist du in das Netz ein und das wird halt sehr gering vergütet. Dementsprechend solltest du darauf achten, dass du möglichst viel selber nutzen kannst. Da kommt dann ein Batteriespeicher ins Spiel. Der sorgt nämlich dafür, dass da die Leistung, die produziert wird, wenn du nicht da bist und die nicht nutzen kannst, gespeichert wird und dass du die dann eben später nutzen kannst, wenn du wieder da bist und wenn du die Leistung benötigst. Also ich merke, das ist ja relativ individuell. Man hat in manchen Szenarien halt jemanden, der einen Haushalt macht, ein anderer ist berufstätig und die Kinder kommen unterschiedlich von der Schule. Andersrum kann man welche haben, wo das Haushalt leer steht und beide gehen arbeiten zum Beispiel und haben keine Kinder. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, wie ist meine persönliche Situation, wie ist mein Verbrauch, wann verbrauche ich was, um überhaupt rauszufinden, wie viele Module brauche ich, wie viel Speicher brauche ich. Klingt also danach, als ob man wirklich einen Fachkraft fragen sollte, nicht wahr? Ganz genau so ist es. Dadurch, dass es so individuell ist, ist es sinnvoll, eine Fachkraft zu fragen, weil es auf sehr, sehr viele Faktoren ankommt. Und da muss man schon wissen, was man tut, um alles zu beachten. Das ist praktisch, weil im nächsten Video geht es auch unter anderem darum. Außerdem geht es im nächsten Video darum, warum hier das ganze Zeug auf dem Tisch liegt. Das brauchen wir dann. Du hast mir sehr viele Fragen beantwortet. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich würde jetzt sagen, ihr bleibt dran, ihr abonniert uns, ihr liked das Video und im nächsten Video geht es darum, wie man Photovoltaikanlagen generell überhaupt aufbaut. Und bis dahin, lasst ruhig Kommentare da, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Und wenn wir noch irgendwas haben, was ihr vielleicht brauchen solltet, Rechner zum Beispiel, verlinken wir das einfach unter dem Video. Einfach runtergucken in die Infobox. Und ansonsten bis nächstes Mal. Danke, Raphael.